Er hat den ritterlichen schwarzen Springer besiegt. Wenn ich mir doch bloß merken könnte, wie er das geschafft hat. Ach so. Sehr gut. Wenn ich ihn jetzt besiegen kann, darf er nächste Woche an meiner Stelle die Wache in dieser Gegend halten. Wache halten? An eurer Stelle? Nein, das war eine reine Denkübung, glaubt mir. Hört sich ein bisschen verdächtig an. Auweia, wie gemein. Bling. So, das waren zumindest die drei Hinweismünzen und jetzt fehlt nur noch ein... Professor, das ist der Wagen des Schöpfers aus der Parade. Hier wird er also auch abgestellt, wenn er nicht gebraucht wird. Wir müssen Sophie retten, bevor die nächste Parade beginnt. Das dürfte dann alles gewesen sein eigentlich. Na, wir haben die Hinweismünzen, wir haben die Rätsel. Nein, das versteckte, versteckte Rätsel sind irgendwo auf der Karte zu finden, nicht innerhalb von aufgestellten NPCs. Oh. Okay. Aha. Ah, Professor, ich glaube, da oben verstecken sich Mäuse. Und Rätsel. Sieh noch einmal genau hin, Luke. Vielleicht fällt dir auf, dass sich dort nicht nur Mäuse verstecken. Hä? Ach so, ich weiß, was Sie meinen, das ist auch ein Rätsel. Überlassen Sie das nur mir, Professor. So ein Rätsel schaffe ich mir. Links. Dieses Rätsel könnte sich als knifflig herausstellen. Atme tief durch und versuch dein Bestes. Wenn es dir im Moment zu schwierig vorkommt, kannst du jederzeit aufgeben. Auswählen und es später wieder versuchen. Okay, Professor. Nein, man macht sowas nicht. Man geht nicht auf aufgeben. Hungrige Mäuse. Schon wieder so ein Schachbrett-Rätsel. Bloß mit einem anderen Schachbrett. Einige Mäuse scheinen es sich im Haus gemütlich gemacht zu haben. Sie haben besonderes Interesse an dem Käse, der dort gelagert wird. Oh, kipp den Tisch nach links, rechts, oben und unten, um die Mäuse über die Tischfläche rutschen zu lassen. Lass dabei jede Maus in eine Falle rutschen. Und lass sie nicht an den Käse kommen. Das muss nicht so schwierig sein. Nee, glaube ich auch nicht, aber... Aber ich weiß es auch schon. Also was ähnliches gab's doch, kenne ich schon irgendwoher. So, beachte dabei, dass die Mäuse so lange in diese Richtung rutschen, bis sie auf ein Hindernis stoßen. Fange alle Mäuse ein, ohne sie an den Käse kommen zu lassen. Ach, man darf nicht machen, dass die Käse bekommen. Frech. Oh, feier. Aber wie ist denn das jetzt, wenn... erstmal muss ich nach oben, glaube ich. Oder, naja, wenn ich nämlich zur Seite mache, dann kriegt immer... Ah, nee, und wenn ich in die Richtung mache, naja, dann bringt es mir erstmal gar nichts. Also mache ich es mal... was hatte ich gesagt? Nach oben. Schnapp. Könnte sich als schwierig herausstellen. Ja, Mist. Nochmal zurück. Nee. Das nicht. Das ist ja doof jetzt, oder? Ich hätte auch anders angefangen. Aber weil wenn ich jetzt... so komme ich nicht mehr weiter. Ich muss nochmal auf neu. Wie hättest du denn bitte angefangen? Also ich meine, das Erste, was man machen kann... Okay, man könnte zur Seite noch... So hätte ich angefangen. Hä? Nach rechts. Ach so, nach rechts und dann nach oben. So, und jetzt nach... rechts wieder. Nochmal rechts, weil es kostet ja nichts, genau. Ja, genau. Und dann wäre ich nach links? Oder, warte mal. Nö. Doch, nee. Aber ja, wie soll ich dann... Achso, doch. Jetzt nach rechts, ja. Jetzt nach links. Warte mal, vielleicht doch nochmal nach rechts und dann nach unten? Rechts geht nicht. Ach nee, rechts. Warum? Achso, rechts, ja, doch. Stimmt. Moment. Okay, finde ich gut. Rechts, runter, links. Und dann kannst du in aller Ruhe die letzte Maus machen. Ja.
Und zacka. Genau. Perfekt. Keine Sorge, hinterlass das Bier. Gut gemausert, da können wir wohl auf den Kammerjäger verzichten. Okay. Kläre den Streit, ist das auch ein Rätsel? Ja. Da geht's ja mal wieder flink hintereinander jetzt. Billhauer. Hä? Billhauer? Soll das was mit Bildhauer zu tun haben? Könnte sein. Wie sieht denn der aus? Na, wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich bin nicht dieser verdächtige Kerl, hinter dem ihr her seid. Und was sollen wir euch glauben, nur weil ihr es sagt, wie? Oh, da ist der Hauptmann. Ah, okay. Ihr könnt uns allen Zeit und Ärger ersparen. Gebt eure Schuld einfach zu und fertig. Ihr wollt mich wohl veralbern. Das sind falsche Anschuldigungen. Na los, hört mir doch endlich mal zu. Ich gebe es ja zu, dass mein Gesicht ein bisschen furchterregend aussieht, klar. Aber ich sage die Wahrheit. Meine Kumpels sagen immer, niemand hat ein reineres Gewissen als der gute Hauer. Ach, verschont mich. Das führt doch zu nichts. Hey, Ritter. Hey, jeder. Jawohl. Steckt diesen elenden Schuft in Einzelhaft. Jawohl, Herr Hauptmann. Hey, hey da. Was macht ihr denn? Ich bin unschuldig, unschuldig, wenn ich es euch doch sage. Ihr scheint alle Hände voll zu tun zu haben. Darf ich fragen, was passiert ist? Hey, wen haben wir denn da? Wollt ihr etwa sagen, ihr seid die beiden, die den Schöpfer, die der Schöpfer herbeordert hat? Genau das sind wir. Wir können uns also nicht mehr so herumjagen wie vorher. Verflixt. Übrigens, Herr Hauptmann, was wird dem guten Mann eigentlich vorgeworfen? Ihr meint, was er getan hat? Er ist der zwei abscheulichen Verbrechen, Körperverletzung und Diebstahl schuldig. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich war das nicht. Das ist eine falsche Beschuldigung. Ich bin völlig unschuldig. Ruhe! Wer soll es denn sonst gewesen sein? Könntet ihr mir etwas mehr darüber erzählen? Nun, ich habe mir schon gedacht, dass ihr es wissen wollt. Ihr steckt eure Nase wohl gern in anderer Leute Angelegenheiten. Es gab in der Stadt eine Reihe von Diebstählen und zeitgleich wurde eine verdächtige Gestalt gesichtet. Also, sagt mir, kommt euch dieser Mann nicht verdächtig vor? Er muss es eindeutig sein. Ihr versteht das falsch. Ich hatte gehört, dass ein Dieb in der Gegend ist. Deshalb hatte ich mich mit den Leuten aus der Stadt verbündet, um nach dem Tun nicht gut Ausschau zu halten. Und das ist noch nicht alles. Ich habe sogar einen Weg gefunden, jede verflixte Ecke der Stadt zu bewachen. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir uns nicht gegenseitig die Sicht versperren. Klar, was ich meine. Ich kann auf gar keinen Fall diese verdächtige Gestalt gewesen sein, von der ihr geredet habt. Ihr sagt also, ihr habt jeden Winkel der Stadt überwacht, ohne euch dabei gegenseitig bei der Suche zu behindern? Das ist unmöglich. Ihr habt die Verbrechen begangen und lügt, um das zu vertuschen. Ich frage mich, ob ihr da nicht falsch liegt. Er könnte die Wahrheit sagen, wenn sie sich beispielsweise folgendermaßen positioniert hätten. Oh Mann. Ahne, was da kommt. Sowas ähnliches wie mit diesen Lampen. Genau. Bewachte, besorgte Bürger. Oh nee. Meldungen berichten von einem Dieb, der im Stadtzentrum sein Unwesen treibt. Die Dorfbewohner müssen Selbstwache halten, dabei müssen sie zwei Dinge beachten. Sie müssen alle Straßen im Auge behalten und keine Stelle soll doppelt überwacht sein. Kannst du allen Dorfbewohnern einen Platz zuweisen und diese Regeln dabei beachten? Okay. Mhm.
Ach, da steht, wie weit sie gucken können. Ja. Der kann nur ein einziges Feld weit? Nee. Hä? Der kann drei Felder weit schauen. Ach so. Moment. Ach so, ja, 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 jetzt sehe ich's, ja. Der andere zwei und der andere ein. Mhm. Ach du Schande. Könnte knifflig werden. Mhm. Nee, das sowieso nicht. Hm. Ach, und der steht sowieso so. Hm. Und ein bisschen verschwendet, oder? Erstmal ja, ne? Nee. Das ist knifflig. Nee, Quatsch, so. Nee. Was soll man da denn? Kling, kling, kling. Ah, hier den. So, so machen und dann... Doch so. Jetzt haben wir noch zwei von denen. Könnte. Tatsache. Perfekt. Tja. Doch nicht so schwer. Kam einem wirklich verschwendet vor, ja. Komme, was wolle. Rätsel werden gelöst. Da frage ich mich jetzt auch wieder, ob das die einzige Möglichkeit war. Ja. Fantastisch. Es stellte sich heraus, dass der verdächtig wirkende Herr die Wahrheit gesagt hat. Trotzdem war er's. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Lösung geben könnte. Also, glaubst du mir jetzt? Ich habe die Wahrheit gesagt. Der wahre Täter muss noch frei herumlaufen und am helllichten Tag Sachen stehlen. Hm. Männer, es sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Lasst ihn gehen. Wir gehen lieber zurück zum Ort des Verbrechens und durchkämmen ihn noch einmal gründlich. Jawohl, Herr Hauptmann. Okay. Nun, ich bin erleichtert, dass wir dieses Missverständnis ausräumen konnten. Ich weiß nicht, wer ihr zwei seid, aber ihr seid ein wenig zu scharfsinnig für normale Bürger Labyrinthias. Überhaupt nicht, wir sind nichts Besonderes, nur ein paar englische Gentlemen. Englisch? Wie? Was soll das sein, euer Titel? Nun, wie auch immer, es ist nicht üblich, unmittelbar zum Schöpfer beordert zu werden. Es liegt nahe, dass ihr tatsächlich etwas Besonderes seid. Der Schöpfer hält sich im Audienzzimmer auf. Ich würde ihn an eurer Stelle nicht warten lassen. Und vor allem nicht, indem ihr Hinweismünzen oder Rätsel sucht. Das Audienzzimmer befindet sich in dem Gebäude am Kopfe jener Treppe dort. Das Gebäude dort oben, genau, wie wir bereits vermutet hatten. Ich danke euch. Achtet in Anwesenheit des Schöpfers nur auf eure Manieren. Hört ihr, wenn mir irgendwelche Klagen zu Ohren kommen... Dann steht ihr vor Gericht. Werdet ihr es bereuen. Wir machen schon nichts Komisches. Nehmt doch bitte die Hand von eurem Schwert. Nehmt doch bitte die Hand. Nehmt doch bitte die Hand von meinem Fuß. Ja. Nehmt doch bitte die Hand von meinem Fuß. Ihr jagt mir Angst ein. Das zeigt nur, wie hoch angesehen der Schöpfer bei den Rittern ist. Also gut, Luke. Gehen wir weiter. Einverstanden. Gehen wir, Professor. Neuer Ort. Audienzzimmer Eingang. Jo. Und sonst war hier ja nichts. So, ich würde ja mal vorschlagen. Erstmal für heute Schluss oder kannst du noch? Nö, ist okay. Ich habe vor allem Hunger gerade. Ja, ich auch. Deshalb. So, wir können das überschreiben, denke ich. Na, ja. Ich mache einen zweiten Speicherstand dafür. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja. So, na gut, dann zugeklappt, eingepackt, bis zum nächsten Mal, genau. Und tschüss.